Die Hollywood News im Gala-Ticker. Ivanka Trumps Sohn Theo musste ins Krankenhaus. Megan Fox hat ihren Verlobungsring abgenommen. Trennung bei Lily James und Michael Schumann. Hollywood News 2023 im Gala-Ticker. 14. Februar 2023. Albtraum für Ivanka Trump. Sohn Theo musste ins Krankenhaus. Ivanka Trump, 41, und Jared Kushner, 42, machen sich große Sorgen um ihren 6-jährigen Sohn Fyodor. Ein Albtraum für alle Eltern. Die Schulkrankenschwester rief die Tochter von Donald Trump, 76, an, um ihr zu berichten, dass sich der Junge beim Fußballspielen in der Schule das Handgelenk gebrochen hat und umgehend ins Joe DiMaggio Children's Hospital geliefert wurde. Auf Instagram lässt Ivanka Trump das schlimme Ereignis Revue passieren. Diese Woche erhielt ich einen Anruf von der Schulkrankenschwester, den alle Eltern fürchten. Mein 6-jähriger Sohn Theo hat sich beim Fußballspielen das Handgelenk gebrochen, schrieb sie in der Bildunterschrift. Da ich über eine Autostunde entfernt war, brachte ein Krankenwagen Theo in Begleitung der Schulkrankenschwester zum nächsten Krankenhaus. Doch der tapfere Theo konnte ganz schnell wieder lächeln, denn Theos Besuch gipfelte in 2 Eis, die dazu führten, dass er erklärte, das ist der beste Tag aller Zeiten. Die Krankenschwester drehte sich zu mir um und sagte, deshalb bin ich in der Pädiatrie. Kein Erwachsener in der Notaufnahme hat jemals so etwas gesagt, als er ein Eis am Stiel bekam. Voller Dankbarkeit über das fähige Personal im Kinderkrankenhaus spendeten Ivanka Trump und Jared Kushner danach dem Krankenhaus ein hübsches Sümmchen. 13. Februar 2023. Trennung von Machine Gun Kelly. Megan Fox hat ihren Ring abgenommen, bei Megan Fox, 36. Und Machine Gun Kelly, 32, hängt offenbar der Haussegen schief. Steht die Hochzeit der beiden auf der Kippe? Haben sie sich gar getrennt? Gründe für diese Annahmen gibt es gleich mehrere. Am Wochenende hatte die Schauspielerin zunächst alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Liebsten gelöscht und dann 3 Bilder von sich sowie eines von einer Feuerschale mit Briefen und Fotos auf Instagram geteilt. You can taste the dishonesty, it's all over your breath, sick, zitierte sie dazu die ersten Zeilen von Beyoncé's Song Pray You Catch Me. Die übersetzt bedeuten, du kannst die Unehrlichkeit schmecken, sie ist in deinem Atem. Die Songauswahl ließ Fans spekulieren, dass der Musiker Fox betrogen haben könnte. Daraufhin löschte sie ihren gesamten Instagram-Account. Nun das nächste Indiz. Die 36-Jährige soll auch ihren Verlobungsring abgelegt haben. Wie ein Insider gegenüber People erklärt, soll das Paar am Wochenende einen Streit gehabt haben. Megan sei sehr verärgert und wolle derzeit nicht mit ihrem Verlobten sprechen. Sie haben die Verlobung nicht gelöst, aber Megan hat ihren Ring abgenommen, so die Quelle weiter. Sie hatten schon in der Vergangenheit Probleme, aber dieses Mal scheint es ziemlich ernst zu sein.